Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten, herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Und mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Im November verwöhnt euch der Kosmos mit wunderschönen Liebesimpulsen, denn Glücksplanet Jupiter und ab dem 7. November auch Liebesplanet Venus stehen in eurem Partnerhaus. Ihr seid kontaktfreudig und geht liebenswürdig auf andere zu und das kommt natürlich zu euch zurück. Eure Beziehungen blühen und gedeihen und wenn ihr Single seid, lernt ihr tolle neue Leute kennen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, den langfristig wirkenden Faktoren und Planeten. Und da ist ganz wichtig eine Neuigkeit diesen Monat. Ab dem 9. November geht die Lilith, der schwarze Mond, in einen harmonischen Aspekt zur Stiersonne im Steinbock. Und das bis zum 6. August 2018. Lilith im Steinbock kann euch zu neuen Horizonten führen. Das ist eine gute Zeit, um auf Visionssuche zu gehen und wenn es euch interessiert, die große Göttin zu finden, entweder auf Reisen, indem ihr alte Kultstätten weiblicher Verehrung aufsucht oder in euch selbst. Ja, und die Kräfte der wilden Göttin habe ich genau beschrieben in meinem Special. Das möchte ich euch ans Herz legen. Es heißt, geh deinen eigenen Weg. Und da habe ich den Durchgang der Lilith durch alle Zeichen gedeutet. Also wenn sie dann durch den Steinbock geht, was das für alle Zeichen bedeutet. Und im November spüren den Transit, also ab dem 9., als erstes die Geburtstagskinder vom 20. bis 24. April. Dann habe ich noch eine ganz gute Nachricht. Das wisst ihr ja auch schon, wenn ihr das Video letzten Monat geguckt habt. Jupiter ist jetzt im Skorpion und damit in Opposition zur Stiersonne und bei euch hier im Partnerhaus. Und das zeigt eine Zeit erfüllender Begegnungen, sei es in der Liebe oder in eurem Business. Ihr trefft jetzt einfach die richtigen Leute, mit denen ihr gute Allianzen eingehen könnt und die euch fördern oder die ihr fördert. Das Glück kommt zu euch durch andere, die euren Weg kreuzen und ein wahres Füllhorn an guten Gaben im Gepäck haben. Wer auf der Suche nach einem tollen Partner ist, kann jetzt einen finden. Vom Aspekt her ist es allerdings auch eine Spannung zu eurer Sonne. Das heißt, ihr lauft Gefahr, euch zu verausgaben und es mit der Arbeit, aber auch dem Vergnügen zu übertreiben. Und im Hinblick auf die Partnersuche müsst ihr trotz aller Begeisterung schön auf dem Boden bleiben, denn ihr könntet dazu neigen, jemanden in einem zu großartigen Licht zu sehen oder selbst übertrieben hohe Erwartungen an jemanden zu stellen. Lasst euch Zeit und geht die Sache ganz entspannt an. Denn wenn ihr jemanden kennengelernt habt, läuft er euch so schnell nicht weg. Und der Aspekt wirkt diesen Monat besonders auf die Geburtstagskinder vom 25. April bis zum 2. Mai. Aber weil die Venus im November durch den ganzen Skorpion läuft, wird sie diese schöne Energie so verteilen, dass alle Stierdekaden etwas davon haben. Das kann ich euch versprechen. Dann habt ihr ja noch das Sextil zu Neptun. Das ist auch ein wunderschöner Aspekt, wird auch diesen Monat von der Venus aktiviert. Es ist eben auch ein super romantischer Aspekt. Der Neptun steht hier für euch im 11. Sonnenhaus der Freundschaften. Hat also auch den Charakter davon, dass man sich in Freundschaften gegenseitig hilft, sich was Gutes tut. Stiergeborene, die sich für Charity interessieren, die haben da jetzt bestimmt viel zu tun und auch sehr viel Freude dran. Es macht euch auch sensibel im Umgang mit Freunden und wie gesagt, man wird euch wahrscheinlich auch häufiger mal um eure Hilfe bitten. Vor allem aber ist es ein sehr schöner Aspekt für alle Arten von Liebesromanzen. Und den empfangen diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 3. Mai Geburtstag haben. Dann haben wir noch das Trigon zu Pluto in 9, also im 9. Haus hier bei euch. Im Steinbock steht er. Und auch dieser Aspekt wird diesen Monat von der Venus aktiviert und später auch nochmal von Jupiter, ist auch gut für euch. Und da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, zeigt also einflussreiche Leute, mit denen ihr in Kontakt kommt, die euer Leben verändern können und wo ihr also ein bisschen aufpassen müsst, dass da auch beide am gleichen Strang ziehen, ne?
Weil hier gerade, wenn es sich um hübsche, süße Stierfrauen handelt, kann es also leicht sein, dass es jemand ist, der vielleicht erstmal als Geschäftspartner auftritt, aber in Wirklichkeit mit euch eine Liebelei anfangen will und euch jetzt erzählt, wie toll er euch fördern wird und so weiter und so fort. Da müsst ihr dann halt ein bisschen gucken. Aber es kann auch jetzt auch eine Frau sein, also kann wirklich auch ein Geschäftspartner sein. Und dann ist es immer wichtig, dass man da im Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Dann kann das wirklich eine Verbindung sein, die euch echt nach vorne bringt. Und diesen Aspekt empfangen jetzt besonders die Geburtstagskinder vom 7. bis 9. Mai. Und damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen und die sind wirklich genial für euch. Wir starten den Monat mit Sonne, Merkur und Jupiter hier im Skorpion und damit für euch im Sonnenhaus der Partnerschaft. Das ist also wunderschön, tolle Begegnung, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, bei dem Jupiter-Transit und eben aktuell verstärkt durch die Sonne, jetzt auch noch durch den Merkur. Gute Gespräche, schöne Ausstrahlung, alles top. Dann die Venus und auch Mars, also die beiden Liebesplaneten, die stehen für euch hier jetzt im 6. Haus und das ist das Sonnenhaus des Jobs. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr jetzt auf der Arbeit sehr beliebt seid und dass ihr Lust habt, euer Arbeitsumfeld zu verschönern oder zu verbessern. Oder wenn ihr eine Verbesserung wollt, könnt ihr jetzt auch mal danach fragen. Es kann gut sein, dass man euch das dann eben auch zugesteht. Der Mars steht ebenfalls in der Waage und das kann einem bedeuten, dass es im Job ein sehr produktiver Monat wird, wenn alle Kompetenzen klar verteilt sind. Sonst kommt es eventuell zu Reibereien. Aber wenn man als Team gut zusammenarbeitet, denke ich, werdet ihr da auch Spaß haben. Dann habe ich als Top-Tag für euch die Vollmondkonstellation und das ist der Samstag, der 4. November und eigentlich auch schon ab Freitagabend, also auch die Nacht auf den Vollmond. Der spielt sich bei euch auf der Beziehungsachse ab und das dürfte ein sehr lustvoller Vollmond werden mit der ganzen Skorpion-Power hier bei euch im Partnerhaus und der Mond in eurem eigenen Zeichen und eben im Zeichen Stier, was einfach so eine Hingabe an den Genuss ja anzeigt. Und da eben der Vollmond auf den Samstagmorgen fällt, könnt ihr wahrscheinlich in der Nacht vorher auch gar nicht schlafen. Und es lohnt sich, das ganze Wochenende euch Zeiten für die Liebe zu reservieren. Und wir haben ja dann gleichzeitig auch noch diese Spannung hier von der Venus zu Uranus. Das ist so ein bisschen was Unberechenbares und das heißt, wenn sich etwas Neues anbahnt, dann kann es zunächst so aussehen, als ob alle möglichen Sachen dagegen sprechen. Aber die Sterne entwickeln sich so gut, dass es wahrscheinlich ein Liebes-Happy End geben kann. Ne? Also neue prickelnde Beziehungen sind möglich und die können sich sehr gut um den Vollmond rum ergeben. Auch wenn die Venus nicht im direkten Aspekt zur Stiersonne steht, ist halt euer Herrscherplanet. Und deswegen seid ihr immer in Resonanz mit dem, was die Venus so tut. Was auch immer passiert, ihr könnt euch bei allem ruhig Zeit lassen, denn der Glücksplanet bleibt euch ja noch ein Jahr im Partnerhaus erhalten. Und da habt ihr genug Zeit, um tolle Begegnungen zu erleben und, falls ihr Singles seid, einen tollen Partner zu finden. Bitte schaut euch dazu unbedingt nochmal die kosmische Schwingung an. Da habe ich die Psychologie dieses Vollmondes genau beschrieben. So, dann haben wir am 5. November den Eintritt von Merkur hier ins Zeichen Schütze. Optimistisches Denken macht sich dann breit. Und für euch ist das gut, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Da kommt man dann gut ins Gespräch mit dem Partner. Ja, und dann tolle Konstellation für euch am 7. November. Da tritt die Venus eben in den Skorpion ein, damit in euer Partnerhaus. Und das ist natürlich ein Traum, denn sie wird sich dort auch mit Jupiter treffen und sich mit Neptun verbinden. Das sind alles super romantische Konstellationen für euch. Bis zum 15. November geht die Venus dabei erstmal durch die erste Dekade. Nächste wichtige Konstellation ist dann am 9. Das ist eben, wenn die Lilith hier ins Zeichen Steinbock geht, damit in einen großen Harmonieaspekt zur Stiersonne und erstmal für die erste Dekade. Und wie gesagt, dazu habe ich ein Special produziert. Es heißt, gehe deinen eigenen Weg. Dann habe ich zwei Top-Tage für euch. Am Samstag, den 11. November und Sonntag, den 12. November. Das kann für euch ein Liebeswochenende zum Kuscheln werden oder um jemand Neues kennenzulernen. Und wenn ihr Karneval mögt, solltet ihr den 11. November auf jeden Fall feiern. Wenn ihr für euch alleine seid, ist es eine gute Zeit, um kreativen Hobbys nachzugehen. Dann haben wir vom 13. bis zum 20. November eine ganz heiße Phase mit fantastischen Romantikaspekten, aber auch einigen kosmischen Verwirrungen und Anspannungen.
Also erstmal haben wir ja dann hier diese Venus-Jupiter-Verbindung in eurem Partnerhaus. Das ist natürlich genial, falls ihr auf Partnersuche seid. Auch Stiere in fester Beziehung können in dieser Zeit sehr schöne und erfüllende Begegnungen erleben oder vielleicht auch einen neuen tollen Geschäftspartner kennenlernen. Gleichzeitig haben wir dann aber hier den Merkur im Quadrat zu Neptun. Dieser Aspekt ist so ein bisschen wie der rückläufige Merkur und bei euch kann das Verträge betreffen. Wartet also lieber bis zum 14. November ab, bevor ihr etwas Wichtiges unterschreibt. Am 15. geht die Venus dann in eurem Partnerhaus in die zweite Dekade und dann bildet sie einen Harmonieaspekt zu Neptun. Das ist ein toller Aspekt für spirituelle Liebe. Und für euch kann es auch eine schöne, erfüllende Erfahrung in euren Freundschaften bedeuten. Die gleichzeitige Spannung von Mars und Pluto hier, die kann sich für euch zum Beispiel so auswirken, dass ihr vielleicht Stress im Job habt, aber ihr seid wahrscheinlich in der besseren Position als euer Kontrahent. Deshalb würde ich euch empfehlen, falls es zu Anspannungen kommt, die Ruhe zu bewahren. Wahrscheinlich müsst ihr gar nichts groß unternehmen und die Sache wird sich von selbst regeln. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond vom 18. November. Und die Planeten stehen alle sehr schön zur Stiersonne hier in eurem Partnerhaus. Es kann aber sein, dass ihr mit einem Liebespartner zu tun habt, der vielleicht mit sich selbst nicht im Reinen ist oder vielleicht zur Eifersucht neigt. Vor allem, wenn es jemand aus den Zeichen Widder, Krebs, Steinbock oder Waage ist. Weil die Planeten für euch eher positiv stehen, versucht einfach, euch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wahrscheinlich braucht euer Liebster oder eure Liebste einfach nur eine starke Schulter zum Anlehnen und ihr könnt ihm oder ihr dabei helfen, ins Vertrauen zu kommen. Die Neumondkonstellation kann für euch ein sehr schönes Wochenende werden, um euch ganz auf die Liebe zu konzentrieren. Wenn ihr Single seid, dann meditiert doch darüber, wie eure ideale Partnerschaft aussehen sollte und was ihr selbst dazu beitragen könnt, um sie zu erreichen. Denn mit dieser Konstellation von Glücksplanet Jupiter hier im Partnerhaus habt ihr wirklich beste Chancen und noch ein ganzes Jahr Zeit, um eine neue Liebe zu finden. Am 22. November, morgens um 4.05 Uhr, geht die Sonne in den Schützen. Das ist eine positive Energie und dann seht ihr bzw. diejenigen unter euren Lieben, die sich gerade selbst das Leben schwer machen, eventuelle Probleme in einem viel optimistischeren Licht. Dann haben wir am 23. November noch einen Übergang. Da geht die Venus dann hier in eurem Partnerhaus in die dritte Dekade und dann folgt die nächste superromantische Phase. Dann bildet nämlich Glücksplanet Jupiter einen Romantikaspekt zu Neptun und das ist super schön und diese Phase geht sogar noch bis zum 5. Dezember. Das dürfte für euch in jeder Hinsicht sehr prickelnd und sehr angenehm werden, weil die Venus ja eure Herrscherin ist und wenn sie gute Aspekte bildet, dann schwingt ihr in dieser schönen Energie sozusagen mit. Und dieser Aspekt ist positiv für eure Liebe und Partnerschaft. Und falls ihr alleinstehend seid, profitieren eure Freundschaften davon. Und alle Stiergeborenen, die kreativ tätig sind oder spirituell arbeiten, werden diesen Aspekt ebenfalls als sehr angenehm und inspirierend empfinden. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch am Sonntag, den 26. November. Das ist für euch ein Tag der Freundschaft oder wenn ihr in einer festen Beziehung seid, um gemeinsam mit eurem Herzallerliebsten etwas mit euren guten Freunden zu unternehmen. Gegen Ende des Monats wird dann vom 28. bis zum 1. Dezember der Mars nochmal in einen recht hitzigen Aspekt gehen, nämlich zum unberechenbaren Uranus. Und für euch kann sich das eventuell hier, das ist diese Spannung, für euch kann sich das eventuell am Arbeitsplatz auswirken, dass es da zu spontanen Entwicklungen kommt, die euch ein bisschen herausfordern. Lasst euch davon nicht verrückt machen, sondern konzentriert euch einfach weiterhin auf eure genialen Liebes- und Freundschaftskonstellationen. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr.
Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen.